Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Dead Space. In der letzten Folge haben wir neue Gegnertypen kennengelernt. Kleine, eklige Viecher, die wie Rotzfahnen aussehen, beziehungsweise irgendwie sich fortbewegen wie so welche. Auf jeden Fall haben wir die Bombe, die wir jetzt brauchen, um das hier hochzusprengen, fertig und werden die Thermitbombe dann auch mal ansetzen. Und natürlich keinen Schritt weggehen, sondern lieber direkt davor stehen bleiben. Aber zum Glück hatte die Bombe nur eine Richtung, nämlich nach vorne. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Schön. Also den Captain haben sie schon... Ich hab grad einen Schock. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Wenigstens leben noch welche. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Oh. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ach, ich vergaß. Nicole ist unsere Freundin, beziehungsweise haben wir zumindest... Liegt uns was an ihrem Überleben? So wie ich das jetzt verstanden habe. Ah ja, genau, das war die auch aus dem Intro. Was ich eigentlich sagen wollte... warum ist hier ein Loch? Ja, ich habe einen Schockmoment, glaube ich, verpasst eben, aber da bin ich jetzt nicht unbedingt traurig drum. Dieser Angriff dieser kleinen Mistviecher hat mir schon irgendwo gereicht. Wir gucken mal, was uns jetzt in dieser Ishimura-Klinik erwartet. Also Nicole hat zumindest ein bisschen länger überlebt als die anderen, das ist schon mal gut. Ist das hier ein Bahnhof oder sowas? Ah ne, ist ein Wartezimmer, okay. Hier haben wir wieder so einen schönen Cube. Beziehungsweise kein Cube, einfach nur ein geometrisches Objekt. Ein Cube müsste ja ein Würfel sein. Ich glaube, Scheiben können wir nicht kaputt schießen und selbst wenn, können wir nicht durchsteigen. Ist hier noch ein Gegner? Oh. Ja, diese kleinen Mistviecher. Diese Medusenhunde. Die aus Babys entstehen. Sturmgewehr, Sturmgewehr! Warum bringt das nichts? Okay. Merke, ich kann mit Stasi nicht gut umgehen und merke, ich sollte ein bisschen besser zielen. Wow. Das ist dieses, durch dieses... wie heißt das Wort? Fällt es gerade nicht ein, ist es fluoreszierend? Nee. Auf jeden Fall durch dieses Strobo-Licht oder was auch immer das sein mag, wirkt die Atmosphäre jetzt, also ist die Atmosphäre ziemlich... Fies. Oh, eine Sauerstoffstation. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich einiges zerstören und dadurch hier ein Vakuum erzeugen. Plasma-Zeug, okay. Ja, irgendwie ist mir der Cutter auch am liebsten als Waffe hier. Eigentlich ja ein Werkzeug, aber wir benutzen es als Werkzeug des Todes sozusagen und schneiden Viecher in Stücke. So, wir brauchen da wieder eine Energiequelle. Dieses Licht tut irgendwo in den Augen... Ey, das hat sich gerade... Dieses Geräusch, als dieses Stromteil da irgendwas gemacht hat. Hat sich für mich für einen kurzen Moment angehört, als würde irgendwer lachen. Ja, klingt krank, ist aber so. Ihr seid doch alle tot, oder? Strahlmunition? Ach, für diese andere Waffe, die wir noch nicht haben. Ja, dieses Flüstern ist auch sehr motivierend hier. Da fühlt man sich richtig sicher. Da hinten leuchtet was. Ein paar Credits von uns. Ich sollte dringend mal wieder zum Shop gehen. Oh, ey, dieses Geräusch, wenn das Teil irgendwo gegenhaut. Wo muss das hin? Da muss das hin.
Gibt's hier irgendwas? Nee. Okay. Hier waren wir ja schon drin. Genau, das war das mit den Spinnen. Dann... Ach, ist noch nicht ganz drin. Oder passt es nicht? Gehst du da bitte rein? Nee. Das lehnt das Ding ab. Die Tür ist sich zu schade für solche Art von Batterien. Die möchte lieber die extra Premium, glaube ich. Aber das verstehe ich gerade nicht. Kann auch sein, dass hier noch irgendwo so ein Viech lebt. Und deswegen noch Quarantäne an ist. Nee, hier kamen wir ja her. Hier kamen wir her. Hier kann es keinen Horrormoment geben. Oder haben die geplant, dass ich zurückgehe und dann... Ich bin auch schon wieder auf irgendwas getreten. Haben die geplant, dass ich zurückgehe und mich dann erschrecke. Hier ist wieder dieser Aufzug, den wir nicht benutzen können. Hier war gerade nochmal irgendwas. Ja. Doch. Plasma-Cutter. Gut. Aber ich frage mich gerade, warum dieses Ding uns nicht... unseren Strom nicht will. Muss ich dich vielleicht... das Teil irgendwie da reinprügeln oder sowas? Ach nee, das Ding leuchtet rot. Muss es vielleicht andersrum rein? Nee. Es leuchtet rot. Muss ich es irgendwie aufladen vielleicht? Oder wenn ich es einfach von der anderen Seite mal... Nee, dann dreht sich sofort um. Jetzt geh schon. Okay. Dann suchen wir nach einer anderen Batterie. Das war geplant. Oder? Es war geplant, dass ich da nicht weiterkomme. Nee, es war nicht geplant. Das da geht in die Richtung weiter. Hier kann es keinen Horrormoment geben. Bitte. Musik, hör auf, so böse zu sein. Da habe ich das Gefühl, dass diese Rotzviecher schon wieder zurückkommen. Nein, ich folge jetzt einfach mal stumpf der Dingsrichtung. Und die geht in die Richtung. Also. Ja, natürlich. Kommen diese Horror-Musik immer wieder zurück, wenn ich hier neu reingehe, oder was? Doch, es geht in die Richtung, ja. Und durch die Tür. Hier kann ich aber auch nichts aktivieren. Habe ich vielleicht irgendeinen Trigger nicht getriggert und deswegen geht es nicht weiter, oder? Oder muss ich erst in diesen Fahrstuhl hier vielleicht? Nee. Das bringt auch nichts. Also grobe Gewalt gegen Leichen bringt eigentlich nie was, aber manchmal vielleicht schon. Kann ja sein, dass das erste Spiel ist, in dem das was bringt. Nee, hier ist irgendwie überhaupt nichts. Ich frage mich, wo ich weiter soll. Ich bewege mich mal wieder zurück, zumindest der Musik nachzuurteilen. Ist es gewollt? Ah, hier steht noch was. Help me. Help me. Help me. Help me. Auf jeden Fall jemand, der... Oh, sorry, we are full. Toll. Ach, ich laufe jetzt zurück. Ich höre hier überall Geräusche. Das muss richtig sein. Oder? Ich bin mir gerade unsicher. Finde ich hier irgendwas über Batterien? Nee, irgendwie eigentlich nicht. Wir benutzen mal den Shop. Und was Neues gibt es jetzt nicht, aber wir haben einiges Geld. Dann können wir jetzt ein bisschen was wegräumen. Stase, bestellt Stase-Energie wieder. Warum benutze ich das eigentlich nicht? Wäre vielleicht ganz schlau.
Ja, wir können ja ein bisschen Plasma-Cutter-Energie wegnehmen. Ja. Ansonsten. Ja, wir haben noch einen Luftkanister gefunden. Ansonsten möchte ich es eigentlich so lassen. Dann sparen wir lieber das Geld auf noch einen besseren Anzug oder irgendwas. Ja, nee, es muss da eigentlich weitergehen. Okay. Dann werde ich auch mal versuchen, hier einen weiteren Weg zu finden. Ja, die gleichen Geräusche sind immer noch die gleichen wie eben. Immer noch wunderbar gruselig. Okay, hier geht's weiter. So, und jetzt suchen wir einfach mal. Ja, ich werde die Folge ein bisschen länger machen, wenn ich dran denke. Hier ist nichts. Wir werfen einfach jetzt alle Gegenstände einzeln um. De facto muss es hier irgendwas geben. Denn ich glaube nicht, dass uns irgendwie wirklich was fehlt, was wir mitnehmen können. Es fehlt ja hier diese Energiequelle. Und diese Energiequelle ist diese Batterie, die das Teil aber irgendwie nicht haben möchte. Wobei ich sehe gerade die Batterie auch nicht. Die wurde wohl zurückgesetzt. Ja. Search and Rescue hat gerade diese Stimme gesagt. Also suche und rette. Und ich denke mal, das werden wir auch tun. So, jetzt muss das aber doch mal funktionieren. Ja! Ich hab's nur falsch dran gehalten. Toll! Ja, Search and Rescue. Manchmal bin ich doof. Ah, das ist so ein Land. Oh, das ist so ein Land. Das Geile ist ja gerade, dass neben meinem Bildschirm sich auch ein Schatten bewegt hat. In meinem abgedunkelten Zimmer. In dem eigentlich kein Licht außer dem Bildschirm ist. Sehr motivierend. Ah, da hinten ist wieder so ein Mistvieh. Aber diesmal ohne. Ja, doch, mit diesen Dingen. Wie kann man aber denen die Köpfe nicht richtig abschneiden? Naja, okay, Plasma-Cutter-Munition haben wir genug und zur Not können wir auch sogar noch welche nachkaufen. Ah! Ein bisschen Munition für das Gewehr. Unser cooles Impulsgewehr. Dass ich auch mal dringend häufiger einsetzen sollte. Ist noch irgendwas? Nein, falsche Waffe, falsche Waffe. Ja. Okay. Fragt mich nicht, wie ich das überlebt habe. Irgendwie. Überlebt man immer. Ist nur halt immer die Frage, wie. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Stase dabei, ansonsten wären wir jetzt tot. Hier geht's nicht. Doch, hier geht's weiter. Ja, wir überbrücken. Ja, wir überbrücken. Danke. Ja, für das Schema ist es noch zu voll oder was? Toll. Was habe ich so im Inventar? Verdammt. Ja, so ein Stase-Teil konnte ich mal einsetzen. Benutzen. Können wir jetzt bitte das Schema nehmen? Was, habe ich jetzt noch einen benutzt oder was? Nee, habe ich nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt irgendwas weggeworfen? Ich habe nämlich gerade nicht drauf geguckt, sondern nach dem Schema da. Ah doch, wir haben es nur hingelegt. Gut. Oh, jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, was wir freigeschaltet haben. Machen wir. Manchmal ist das Spiel einfach nur böse. Was haben wir hier? Credits, schön. Ja, aber ich glaube, bei den nächsten Energieknoten nutze ich wirklich zum Verbessern. Ist gerade der Arm irgendwie in die Tür reingewachsen, als sich die Tür geöffnet hat oder so? Das sah gerade ziemlich merkwürdig aus. Muss ich den Plasma-Cutter eigentlich nachladen? Ne, der ist nachgeladen, gut. Dann zücken wir unser Sturmgewehr und marschieren weiter durch das menschenleere Schiff. Ach, hier geht's. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her.
Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Was ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Ja, also die Mutation, also die Leute drehen durch, bevor sie schon mutiert sind, wie wir sehen. Also wie wir jetzt im Audioblog gehört haben und wie wir jetzt auch da gerade gesehen haben. Also es scheint wirklich dieser Marker ziemlich heftig zu sein. Ich nehme an, dass dieser Marker auf die DNA bezogen ist. Was haben wir hier? Vor und hinter uns. Seid ihr tot? Okay, das sieht gerade ziemlich merkwürdig aus, wenn man bedenkt, dass das hier sein Hintern sein soll. Naja. So. Die Viecher sind sowieso ziemlich böse. Oh, eine Datenbank. Kann ich jetzt einzeln auf die Leute zugreifen, oder? Also hier stehen Namen. Das ist schön, dass da Namen stehen. Neugeborene. Kann ich jetzt irgendwas hier... Im Tab verlasse ich, aber kann ich irgendwie was... Boah, da... Macht schon wieder so ein Ding so komische Geräusche. Hier ist eine Sauerstoffstation. Also hier wird definitiv alles bald wahrscheinlich sauerstofflos sein. Noch ein bisschen Munition für diese andere Waffe, die wir da freischalten können. Boah, das war aber gerade heftig. Also heftig ist es eigentlich nur, wenn sie von beiden Seiten kommen. Aber dann ist es auch wirklich heftig. Zumindest haben wir jetzt mit dem Sturmgewehr schon mal eine richtige Kriegswaffe und nicht irgendwie so ein Plasma-Cutter, der eigentlich nicht dazu gedacht ist, aber trotzdem ziemlich reinhaut. Ja, hätten, wären wir auch nicht reingekommen, also wir hätten dem auch nicht mehr helfen können. Oh Gott. Verstümmelung des höchsten Grades und das ist schon wieder ein Baby. Oh Gott. Also ich will nicht wissen, was die für kranke Experimente mit Babys gemacht haben. Eine Speicherstation, das... Trifft sich das gut? Ja, das trifft sich gut. Aber ich habe gesagt, wegen dem Umherirren mache ich die Folge ein bisschen länger, deswegen geht es dann jetzt noch ein bisschen weiter. Au ja, ein leerer Gang, das ist im Horrorspiel immer das Beste. Immer ist es das Beste. Immer ist es das Beste. Wissenschaftliches Logbuch Chief Science Officer Dr. Kane. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Zu den offensichtlichen Symptomen, die akute Depression und Schlaflosigkeit zu handeln. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Oh ja, Fahrstühle. Irgendwie dem Fahrstuhl hier genau vertraue ich nicht. Genau wegen diesen Geräuschen. Boah, ey, das Ding war schneller, schlimmer als irgendein Horror-Effekt ansonsten. Also mit so einem Fahrstuhl möchte ich auch nicht fahren. Ja, okay, hier ist auch einer verendet. Da hinten lebt das noch? Da. Ist das ein nächsten Körperteil, okay. Ja, dieses Flüstern ist auch immer sehr... Ha. Schön. Sei nicht so kopflos. Ich weiß, der war schlecht, aber irgendwie muss ich gerade schlechte Witze machen um mich. What the fuck? Jetzt fliegen die Viecher schon. Oh Gott. Geht das durch die Glasscheibe? Der hat das in so ein Viech verwandelt. Bleib weg von mir. Oh
Ja, verdammt, 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 verdammt. Nein! Der belebt Leichen wieder! Oh. Fuck. Mein erster Death. Toll. Auch noch aus Dummheit. Man sollte zuerst auf die Viecher gehen, die quasi wie Magier neue Viecher erschaffen. Also das kann man jetzt vergleichen mit einem Magier, denke ich, der dann irgendwie Untote beschwört. Naja. Und wir sind nochmal hier. Oh yeah, ich hasse es. So, eine Kampfstrategie brauche ich eine. Eigentlich nicht. Draufhalten und beten, dass es tot bleibt. Was steht hier? They are watching, toll. Also haben sie sich jetzt auch noch mit Big Brother verbündet oder was? Ich sollte mir mal die Aufgaben auch durchlesen. Das Viech hat dann leider doch noch gelebt. Aber wir verbrauchen ziemlich viel Munition, also ich sollte wirklich mal mit so einem Knoten die Waffen aufwerten. Und die Aufgaben dringend lesen. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Captain, ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Ach, ein Energieknoten, schön. Deswegen hat das Vieh auch ein bisschen mehr ausgehalten. So, Mission. Ja, okay. Zum Maschinendeck geht's jetzt wohl. Ich sollte das auch echt mal lesen. Da scheint wohl einiges in Richtung der Nachforschung, was hier passiert ist, zu stehen. Die Infektion ist also auf dem Planeten ausgebrochen und hat sich irgendwie auf dem Schiff ausgebreitet und diesen Kreaturen kamen aus dem Inneren des Planeten. Es ist fast absurd, um es zu glauben. Hammond braucht mich jetzt auf dem Maschinendeck. Okay. Textlog, okay. Medizinisches Logbuch. Dr. Thomas G. Medical Examiner. Examiner müsste es eigentlich heißen. Bericht über Todesfall aus dem Schiff verstorbener Captain Matthias? B. Es ist meine traurige Pflicht, Captain Benjamin Matthias offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Befugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreut sich einer für sein Alter guten Gesundheit. Obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenanzahl sehr gering war und kaum Eosinophilen existierten. Sein medizinischer Check vor dem Abflug wies keines dieser Besonderheiten auf, was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Natürlich, total unwahrscheinlich. Diverse Quetschungen an Arm und Bein weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, das ist ziemlich viel Text. Bla 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 bla. Okay, ich sehe mich deshalb gezwungen, seinen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. Also der Doktor hat hier ein bisschen betrogen. Denn wie wir festgestellt haben, wird der Typ wohl infiziert worden sein oder sowas. Wobei, er ist ja jetzt erst infiziert worden, als dieses Viech ihn da infiziert hat. Vielleicht töten die Viecher einen und infizieren ihn dann erst später oder sowas in die Richtung. Wir werden ja alles noch rausfinden. Aber jetzt fahren wir erstmal mit dem Fahrstuhl nach unten wieder. Diesmal mit dem Lastenfahrzug. Fahrstuhl. Und wir sind hier. Okay. Nichts dagegen einzuwenden.
die halten definitiv mehr aus der Küche. Also wir sollten uns vor den dunklen Viechern in Acht nehmen, die halten definitiv mehr aus. Fuck, und ich bin halb tot. Ich muss echt auf diese Anzeige mal anfangen zu achten. Ist nur halt ein kleines bisschen... Isaac! Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Hast du toll gemacht. Ich heb jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Okay, also meine Vermutung, dass das eine außerirdische Lebensform ist und dass die Leute infiziert sind, sind beide richtig scheinbar. Also es ist eine außerirdische Lebensform, die Leute befällt. Also im Prinzip stimmt dann irgendwie alles. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wir gucken erstmal, was wir uns für Credits holen können. Okay, wir haben Munition für diese Strahlenkanone, die wir uns jetzt, denke ich, auch mal holen. Ja. Aber wir haben... Ja doch, Munition haben wir, glaube ich, mal gefunden gehabt. Aber egal. Ja, verkaufen brauchen wir nichts. Aber ich würde deswegen trotzdem sagen... Weiter dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.